So, und wieder ist es 14 Uhr. Das heißt, Need for Speed steht wieder mal an, liebe Zuschauer. Ja, das nächste Super Promotion, das diesmal wirklich letzte Super Promotion Event steht heute an. Mit dem Showdown auf dem Autobahnring. Und ich würde sagen, wir gehen ohne Umschweife rein. Wir haben ein bisschen was vor. Mit dem Lambo, mit dem Toyota Supra, mit dem Mazda X7, mit dem Skyline GTR und als Ersatzwagen mein Evo. Also haben wir heute wieder ein knackiges Programm. Danke, dass du gekommen bist, Mann. Ich freue mich. Ja, Jimmy, kein Problem. Hier ist ein ganz schöner Hype heute, weißt du? Das ist ja alles total verrückt hier. Was meinst du damit? Ich kann einfach nicht glauben, dass dieser Cooper es bis hierher geschafft hat, weißt du? Ich meine, ich habe ihn fahren sehen und komm schon, Jimmy. Selbst du musst zugeben, du hast ja nicht damit gerechnet, dass er so weit kommt. Also echt? Ich meine, keiner hat gedacht, dass er so lange durchhält. Hey, ich will den Typen ja nicht schlecht machen, aber ich wäre sehr überrascht, wenn ich gegen ihn fahren müsste. Tja, Rio, ich weiß nicht, Cooper war wirklich gut. Ich bin mir da nicht so sicher, auf wen ich setzen würde. Aber jetzt sieht es so aus, als wären sie wieder startbereit, also warten wir es ab. Ah ja, das erinnert mich daran, falls ihr... Oh, Moment. Also bei mir kommt auf dem linken Kanal gar nichts bei dir. Gut, danke. Okay, wir sind soweit. Also ich kann mir nicht helfen. Irgendwie hat man das Gefühl, dass das hier jedes Jahr immer größer wird, oder? Wie viele Leute mögen das hier heute sein? 8 bis 10.000 vielleicht? Naja, ich bin jetzt seit ungefähr 10 Jahren dabei und ich weiß noch, damals in den 90ern sind vielleicht Gut, so ja. 100 Leute zu Wie den gesagt, ich bin Super-Promotions nebenbei noch ein bisschen gekommen. was für meine Formel Selbst 1-Liga unsere eigenen machen. Ich bin ja Generatoren nicht so ein bisschen beschädigen organisatorisch. die Deswegen kann Bauweise das mal passieren, dass dieses ich gerade im Moment nicht Autos. quatsche und ein bisschen am Das Handy hat hänge. sich auf einen Ja, ist Schlag es mit nicht mir schlecht, ich verhaut. weiß. Das hätte ich Gut, verstehen lassen, dass du so viel Kohle gemacht wir haben das hast. erste Event, Naja, ist wie gut war die ein. Zahl irgendwie? Ja. Dreck. Würde ich mal spontan tippen. Wir fahren mit unserem Toyota Supra. Ich denke, das wird das Beste sein. Wir fahren gegen eine Chevelle SS mit 93 PS. Habe ich nicht so das mitbekommen, weil das Ding kann auch. Na gut, das ist kein Videowettkampf, ne? Ich habe gar keine Videowettkampf. Okay, das war eigentlich nicht so gedacht. Und damit ist das Event auch schon für uns erledigt. Aber das Gute ist, wir haben uns Totalschaden gut erledigt. Scheiße. Da sind wir doch schön weggebrochen noch in dem Moment. Nein, ja, wir müssen nochmal neu anziehen. Diesmal gegen ein bisschen Silvia aus dem Team von Rio Infernale. Aber die Showdown-Event, da muss ich dieser doch. Zum ersten Mal muss ich, glaube ich, bei dem Showdown-Reihe ein Autos mitnehmen. Normalerweise kennt sich beim Showdown, das ist nicht so der Fall ist. Mal 6,3. Ein bisschen gegenlenken. Bei den Geschwindigkeiten ist das uns arg tödlich. Gut, wir haben es easy geholt bisher. Die Zeit ist schon gut. Die Zeit ist schon so gut. Ist nicht perfekt, aber sie ist gut. Das war kein hammermäßiger Rauch.
Komm, mit. Ach, Arme runter. Perfekt. Ah, 11,46. Ich glaube, ich habe die Zeit sogar noch gedrückt, obwohl ich das Fehler gemacht habe. Ja, das war mein abschattester Lauf und das, obwohl ich eigentlich den Markt fast nur halten musste. Nur. Bei den Geschwindigkeiten ist das fast tödlich. So, dritter Lauf, wir fahren gegen einen dritten. Ne, jetzt keiner. Jetzt keiner. Das ist wohl schon die kürzeste Folge, die es gibt. Und das war 11,29. Nochmal gedrückt die Zeit. Keiner dran. Fast 3 Sekunden schneller als der zweite. Streckenrekord gebrochen, was der ist. Also einer der Fahrer, die immer auf den Punkt genau. Moment, lass mich mal gerade dieses eine Ding hier festmachen. So. Okay, fertig jetzt. Jetzt passt. Also, wie ich schon sagte, hier, übrigens, hört mal bitte eben zu. Bei mir hier ist der kleine Danny. Danny ist 5 Jahre alt, steht auf getunten Autos und so. Ach, der hat schon wieder eben. Wir waren das Streckenrekord, ich feiere noch mal. Naja, wir machen eine Sekunde. Ich muss, wie gesagt, ich mache ein bisschen organisatorischen Kram nebenbei. XSTI, der noch das Licht an hat. Der Besitzer sollte am besten schleunigst dahin gehen, sonst kann er per Anhalter nach Hause fahren. So, ich glaube, es ist mal wieder Zeit für eine Pause. Ich bin dann für 20 Minuten weg. Ich bin J-Mac und kommentiere heute für euch die Super Promotion Rennen. Bin gleich wieder bei euch. Wir müssen unser Auto reparieren. Ah, gut, dann haben wir wieder. Wir können aber trotzdem ein bisschen Geld ballern. Sehr gut. Wir fahren weiter mit dem Group-Klasse-Event und ich werde unseren Evo wieder mal nehmen. Ich habe jetzt ein bisschen Bock auf Evo fahren. Skyline, Evo, das erste Ding habe ich nicht gesehen. Das sind alles Videos gewesen. Das ist Skyline noch daneben. Da habe ich mal schön angesetzt. Das sind alles Videos. Na gut, das ist der Super Promotion Showdown. Ich denke, damit das sogar ausrichten, das ganze Ding. Drei Runden haben wir Zeit. Die mit so. Hätte ich auch den Lambo nehmen können. Und der erste hat sich schon verabschiedet. Jemand Tarkowski verabschiedet sich. Aus meiner Gruppe sogar. Oder? Ja. Das muss sogar aus meiner Gruppe gewesen sein. Aber soll mir ja recht sein, wenn ich ehrlich bin. Hier oder so. Oder. Die Runde ist lang.
jetzt schon 11 Sekunden vorweg von dem ersten Feld. Kann ich das Ganze ein bisschen entspannter angehen. Ich dachte, dass wir vielleicht größer sind, aber ich habe schon drunter geachtet. Komma 7,3. Ja, ich bin Vorsprung auf den zweiten. Wo über sein Auto lag. Oder liegt. Vielleicht sollen wir hören, wie schön die wegschießen. Okay, ja, mein Gott, alles gut. Zufrieden. Wenn das jetzt wieder so läuft wie halt letzte Folge, dann bin ich natürlich happy. Und es hat jetzt 30-16. Ja, ich hatte ja gedacht, das ist nicht eine Abkürzung, aber war es gar nicht. Ich habe es vielleicht noch ausprobiert. Das werde ich wahrscheinlich von Zeugen. Wir kommen wieder ein bisschen. Jetzt. Sein halt ganz weit ab. Oh, hier steht das Auto. Moin. Komm, krieg ich noch eine Runde? Nein. Schade. Was hätte ich noch gehabt? Der Civic. Joe Tickett, ja. Oh, Alter, der 45 Sekunden allein noch den dritten. Aber wir haben 20 Sekunden von dem. Ivan hat sich bei mir in der Gruppe. Sehr gut. Die haben wir in der Tasche. Wir haben jetzt noch 39.000. Wir haben schon, wie viel haben wir? Wie sieht es denn überhaupt im Renntag vor? Schon noch 23.000 hinter. Okay. Wir haben schon nach zwei Rennen. Überhaupt. Wir können mal wieder ein bisschen dürfen. Und jetzt da noch die Punkte? Ja, das kann sein, dass wir das nach dem letzten zwei Dürften so dominiert haben, das ganze Ding. Und, ja, passt. So, ja. Oh, oh. Ja, ich kenne die Strecke noch mit der Viper. Ja,
mehr wie euch, vor allem die Folgen. Ich glaube, das Ding haben wir geholt. Knapp, aber wir führen momentan. Das ist eigentlich gut. Man kann fast abrechnen, dass die Gegner kaum über 3000 Punkte bekommen. Das ist das Gute. Ach, sollen wir fahren? Na gut, komm. Holen, wieder zur Strecke zu holen. Ich hätte die Tür noch nicht wieder rausgenommen. Okay, 2600 Punkte und das reicht für Platz 2 in diesem Lauf nur, aber oh mein Gott, egal, wir haben ja mit dem ersten Lauf easy das Ding geholt. So, letzter Lauf. Dann gehen wir nochmal driften und dann haben wir es fast fertig. Ich glaube, die 2-9 fallen jetzt gleich. Das war ohne Problem. So macht man das ganze Ding, statt mit der Viper. Wenn man merkt, 3400 Punkte holen wir uns. Und damit passt das auch perfekt. Und wir hätten. Können jetzt gleich schon mit dem nächsten. Dürfte vielleicht sogar schon das ganze Ding. Zumindest mal gewinnen. Aber wir werden ja trotzdem alle fahren. Oh Mann, ich bin begeistert. Hey Leute, wie findet ihr das, was da so auf der Strecke passiert ist? Das war ja super cool, oder? Und habt ihr auch Ryan Cooper da draußen gesehen? Oh Mann, so wie der. Drei Rennen, drei Siege. Perfekt. Das war auch. Waage reparieren würde ich gerne mal. Mit Geld reparieren. Wie gesagt, wir haben ja genug. Moment mal. Drift gelaufen. Gelaufen. Ja, machen wir das doch noch. Wieder mit dem Rang 7, der vierte Lauf. Wir haben 6 Läufe heute, danach haben wir noch einen Lauf und noch einen Whip, glaube ich, wenn ich es richtig sehe. Dann passt das auch. Ich meine, die meisten PS, aber muss ja nicht sein. Der Rang 7 ist trotzdem perfekt zum Driften. Wenn wir hier einen brauchbaren Lauf bekommen, dann passen wir. Ah, der hält die Speed perfekt. Na komm, mit einem kann ich die Vorfahren laufen bekommen. Ah, okay.
Ich denke, das haben wir so lange gemacht. Spontan würde ich sagen, das reicht. Die Strecke ist schön lang, da gut. Ja, oben Staugefahr, Stau ist kein Auto auf der Strecke außer eins. Ja, das könnte nochmal ein neuer guter Weg sein. Das glaube ich, die erste Punkte für die Runde. Okay, soviel zum Thema. 14 Thema, wir holen das Ding nicht. Aber wir haben ja gewonnen. Ich war gerade die meisten Punkte, wenn ich sie in der Wand reinziehe. Ja, easy. Guck mal, haben wir. Ich habe Verlauf zu Lauf gerade sogar verschlechtert, obwohl das eigentlich ganz da brauchbar war. Aber passt perfekt. 100.000 gekriegt und die Punkte, dass es mir irgendwie wichtiger sind, als die, dass ich das zack, zack, zack jetzt dominiere und nach und nach zumindest die Dinge erfahre, dann habe ich zumindest bald die Möglichkeit, die Bosse zu machen. Oh, nochmal ein Streckenrekord gebrochen sogar. Ach, wir geben. Es gibt gar keinen Gewinn. Ah, Moment, es gibt nur die Gewinn. Okay. Oh, das geht auch nicht. Wie viel haben wir denn überhaupt noch? 100. Ach, wir brauchen nur einen Gewinn sogar. Was machen wir denn? Topspeedlauf oder Speed Challenge? Ich glaube, ich mache die Speed Challenge als erstes.
So, das war ein Problem. Ach, das ist nur ein Scheiß. Gut, es ist einfach Sprintrennen. Das war wohl hier. Boah, Alter. Der hat aber auch gut seine PS. Kann man dem Typ nicht vorbei, ne? Ich kann ihn mit vorbei dem Sprinten. Ist einfach der Skyline der Regel mal ab. Ich hab bei 33 nach der dann auch Ende. Das war zu viel, das Gute. Da fliegt ein Motor auf ohne Ende. Schade. Der hat auch keine. Ich komme immer wieder ran an ihn und dann muss er bremsen. Mein Auto. Tschüss. Ah, schade. Ich hatte was anderes vor. Ich hatte nämlich vor, ihn aufs Dach zu legen. Weil der sowas von nah dran war. Reicht aber, um das Ding zu gewinnen. Ich habe den versucht, nämlich schon in der Steilkurve an die Seite zurück, dass ich dann kriege. Gut, Hammer. Gut. Trecken mit Rekord. Ja, was war knapp. Dominiert, wir haben 50.000 auf der Hand. Das kennt die Tatsche, wie schon von innen. Autogutschein habe ich meinen. Vielleicht für ein paar Garten, dass ich den noch haben und dass ich den nehmen kann. Oh, Rio kannst du irgendwie noch nicht glauben. Mach dich bereit in mehreren Duellen, die können auf die Probe gehen, den Shoulder King anzutreten. Aber nicht nach oben, indem du den King jeden bringen siehst und der Krone des Kings immer näher kommst. Aber denk dran, der erste Platz zählt. Also statt dem Motor entscheide ich einfach, den du siehst, deine Rennen. Müssen wir nicht heute machen. Definitiv nicht heute. Weil es stehen vorher noch seine vier Gehilfen an. Die müssen wir noch holen. Wir fangen an hier unten mit Nitro's Side, allerdings erst morgen. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir hier Feierabend und sehen uns hoffentlich morgen wieder, wenn es dann endlich losgeht mit der Nitro's Side und dem Weg zu den Kings. 3 Folgen pro Rennen, pro King.
für die Vorbereitung und dann knacken wir uns am Ende den King. Also halt 3, 6, 9. Es sind 12 Folgen bis die und in der 13. Folge holen wir uns den ersten King. Das wird dann Nate Inver sein und dann irgendwann holen wir uns dann Rio Watanabe. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Need for Speed Pro Street.